Einmal im Jahr dreht sich in Berlin alles um die Kunst. Für 5 Tage wird die Stadt zum Anziehungspunkt für Künstler, Galeristen und Sammler, die es aus der ganzen Welt hierher zieht. Und alle machen mit. Kleine Projekträume, Galerien und selbst private Sammler in ganz Berlin öffnen Kunstliebhabern ihre Türen. Und auch die großen staatlichen Museen veranstalten eine Reihe von Sonderausstellungen. Der Hamburger Bahnhof, einer von Berlins größten öffentlichen Räumen für Kunst der Gegenwart, richtet während der Art Week ein Festival mit Performance, Musik und Installationen aus. Über 100 junge Künstler sind dabei. Das alles ist die Idee von Olafur Eliasson. Der Däne ist einer der gefragtesten zeitgenössischen Künstler, der mit seinen monumentalen Rauminstallationen bekannt geworden ist. Eine Riesensonne in der Tate Modern in London, ein Wasserfall unter der Brooklyn Bridge und ein Birkenwäldchen hier auf dem Festival. Er lebt und arbeitet hier in Berlin. Hier auf dem Festival sind lauter Kunstwerke, die keine typische Malerei sind, keine typische Skulptur. Hier gibt es Performance, Dinge, mit denen man interagiert, die man erkunden muss, sodass der Besucher eine Art Entdecker wird. Wir hoffen, hier eine Atmosphäre zu schaffen, die zeigt, dass die junge Kunstszene in Berlin eine unglaubliche Energie hat. Aber bei der Berlin Art Week geht es natürlich nicht nur darum, neue Kunst zu entdecken. Es geht auch darum, sie zu kaufen. Hier auf der Art Fair schlägt das kommerzielle Herz der Kunstwoche. Über 100 Galerien von Melbourne bis Helsinki stellen hier aus und locken Sammler aus der ganzen Welt. I'm from Toronto, Canada. From Hong Kong. I'm from New York, but I live in Berlin. From Shanghai. Es ist toll, hier Zeit mit Künstlern zu verbringen, ein bisschen Spektakel zu machen. Mir gefallen diese Stücke von Hagoyen da drüben sehr. Wir sind hier, um auch zu kaufen. Wir haben auch schon gekauft. Was gab es denn? Ein Kleinformat mit Nagellack bearbeitet. Ich bin selbst Künstler, sodass mein Budget nicht unbedingt so viel Shopping zulässt. Aber auch Kunstinteressierte mit einem schmaleren Geldbeutel können hier fündig werden. Für 500 Euro kann man eine dieser Fahnen eines kanadischen Künstlerkollektivs erstehen. Und wer weiß, in ein paar Jahren könnte sie Tausende wert sein.